Ich habe das Mikroskop jetzt soweit fertig. Das sieht jetzt im Gesamten so aus. Es sieht ein bisschen chaotisch aus auf dem Tisch. Das muss ich mal wieder aufräumen. Aber so sieht das jetzt im Gesamten aus. Wirklich ein selbst zusammengegurktes Ding. Es funktioniert aber wirklich wunderschön. Ich habe ein Flachbandkabel, das geht hier oben rein, das geht aber intern rum und dann rein, weil sonst eben mit der, sag schnell, wenn ich jetzt nach vorne schiebe, dass es auch nach vorne geht. Das geht hier hinten runter. Es ist auch sehr lang, das habe ich hier nur ein bisschen in zwei, drei Schlaufen gemacht und mit Gummi fest und das Kabel von der Lampe ist damit auch mit ein bisschen fest, geht hier rein, das reicht völlig aus. Das geht dann hier runter, Raspi ist hier hinten dran, in seinem Gehäuse. Das Gehäuse habe ich für den 3D-Drucker mal gehabt, das hängt da auch noch dran in einer anderen Farbe. Ich habe bloß den Halter dafür noch konstruiert, dass es da unten mit an den Metallbeinchen mit dran geht und oben einfach so ein bisschen gehalten wird. So ist das im Ganzen dran, ne? Die Ausgänge sind nach hinten weg. Ich wollte es erst seitlich machen, aber das wäre mit dem Drucken so kompliziert geworden, habe ich gesagt, da kann ich auch so machen. Ich habe das ganze Ding insgesamt so gedruckt, so gelegen. Jetzt habe ich auch gerade. Ne, den einen Fehlversuch habe ich schon weggeschmissen, den habe ich schon entsorgt. So, mit der Lampe. Da bin ich jetzt auch schon so weit. Irgendwie hängt das Ding noch hier schief. Mal gucken. Ja, ich werde nachher Bilder einblenden, wie das funktioniert. Ich habe transparentes Filament gekauft. Ich habe das erst so versucht. Das ist auch relativ milchig, aber das hat so, wie es jetzt hier ist, nicht funktioniert, da drauf zu kriegen. Funktionierte nicht. Dann habe ich noch so ein Ding gedruckt in dieser Art. Das ist jetzt sehr labberig, das ist auch dünner. Das andere ist ein bisschen dicker, was dran hängt. Und das hier, dazu muss ich jetzt aber mal kurz so rum die drauf machen, sonst geht das ein bisschen schlecht. Ich habe jetzt hier so ein transparentes Filament, das ist PETG. Lässt sich relativ gut drucken, bloß die Temperaturangabe stimmt nicht, was auf der Rolle steht. Sollte ich eigentlich bei 230 bis 250 drucken, ich drucke das hier mit 210 Grad. Und das hält wunderbar, das ist wirklich, wirklich fest. Und ich habe das jetzt hier so, dass da ist ein Muster drin. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen. Naja, es ist ein bisschen schlecht. Kann man das so sehen? Ja, da ist ein bisschen Muster drin. Das andere habe ich jetzt auch so gedruckt. Was jetzt dran ist, ist bloß ein bisschen dicker, ein bisschen mehr Muster drin. Dieses Muster ist das Infill. Da habe ich nur gesagt, Deckschicht, also die obere Schicht 0. Also keine oberen Schichten, aber ein Infill will ich haben. Sonst hätte ich das extra machen müssen in Fusion 360, dass ich da noch so Muster reinkriege. Die Arbeit wollte ich mir nicht machen, wenn das Cura so direkt schon macht, ist wunderbar. Aber es streut das Licht nicht. Ich habe auch mit Butterbrotpapier versucht, es streut das Licht nicht. Nicht richtig, aber es passt so, wie es ist. Wie gesagt, ich blende euch gleich mal Bilder ein, wie es aussieht. Ich werde mal hiervon mal was reinblenden. Und vielleicht finde ich noch was anderes, was ich darunter halten kann. Das wollte ich noch mal zeigen. Also ich habe das jetzt soweit fertig. Es funktioniert. Ist auch mit der Tiefenschärfe. Ich muss das jetzt hier bloß einmal wieder ein bisschen fester machen, dass es jetzt, weil es ein bisschen lose ist, ein bisschen wackelig. Ja, das war das. Aber jetzt wollte ich noch mal zeigen, ein Update machen hier. Mikroskop ist fertig. Und ich zeige es euch mal. Ich zeige jetzt mal die Bilder. Ich mache jetzt hier kein Live-Bild, das ist mir zu kompliziert, aber ich mache mal Bilder. Einige Bilder und werde die dann mal hier gleich hinten ranhängen. Gut, dann danke fürs Zugucken und viel Spaß noch. Tschüssi.